Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum. Ja, ihr seht schon richtig, wahrscheinlich im Titel oder irgendwo anders. Das ist der letzte Part. Wolf from Paradise Megamix. Aber erstmal seid gegrüßt. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem letzten Part. Ich werde da später noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich das jetzt hier beenden werde und was meine Motive sind, das jetzt nicht weiter zu führen. Naja, dann. Da wären wir. Das haben wir scheinbar im letzten Part geschafft. Weiter geht's heute. Da ist schon der nächste. Der Harald. Schnipp und schnipp. Das war zu viel. Oh, hallo. Ich hab das nicht gesehen. Ich bin Harald. Der doppelschneidige Papier. Mein Ruf liegt mir voraus. Will ich einen Haarschnitt? Nicht unbedingt. Wie wäre es mit einem himmlischen Schnitt? Ein himmlischer Schnitt? Was soll das denn sein? Ich bin Profi, aber der Frisur sagt mir gar nichts. Echt? In dieser Himmelswelt ist das gerade total in. Ah, ja klar, in einer Welt, die außer dir keiner kennt. Ich wollte dir keinen neuen Schnitt verpassen. Aber es gibt da etwas, das muss ich jetzt fragen. Kann ich euch um einen kleinen Gefallen bitten? Sag mal, wieso sollte ausgerechnet dir helfen? Naja, weil, also in letzter Zeit habe ich viel zu wenig Kunden. Und ohne Kunden, dann mache ich hier auch keinen Schnitt. Ich muss nicht so einfach die Nahen am Laufenden halten. Und da hatte ich diese absolut fantastische Idee. Ihr könnt mir doch helfen, den Laden umzudekorieren. Das hier könnte ein total hipper Szenenladen werden. Ich weiß ja nicht, ich habe Haare auf den Zähnen, aber ich habe eben ja ein Talent fürs Haarschneiden. Helft mir, den Salon ein wenig Fähigkeiten anzupassen. Dann komme ich sicher wieder, Kunden. Na kommt, was meint ihr? So läuft das also. Was meint ihr? Helft ihr mir? Er wirkt so unbeholfen. Wir sollten ihm helfen, oder? Hurra, danke ihr Lieben. Wenn das läuft, wie ich denke, da habt ihr eine fette Belohnung verdient. Zum Dank mache ich euch einen beliebigen Haarschnitt. Wirklich einen beliebigen? Egal welchen. Na dann, auch den englischen Schnitt, von dem du so viel redest. Nein, danke. Er heißt übrigens himmlischer Schnitt. Okay, 4 weitere Minispiele, die wir heute angehen werden und hoffentlich mit Bravour bestehen werden. Die Geisterstunde hat geschlagen. Na dann, das erste Minispiel. Auf geht's. Geisterstunde. Oh, okay. Pfeil und Bogen. Ja, wie steuere ich dann? Um zu schießen, okay. Ja, mache ich. Ja, ist ja gut. Ich kann nicht. Ich versuch's. Schieß genau. Ja. Das funktioniert nicht. Ja, knapp. Oh, daneben. Mist. Dum, zack. Ja, geschafft. Ja, Rhythmusspieler und ich. Das sind keine so guten Partner. Legen wir mal los. Ach du Schande, jetzt schon. Und noch großartig vor Übung. Na toll.
Na, das ist auch schon der erste Grund, warum ich dieses Spiel nach diesem Part beenden werde. Na, genau deshalb. Ich und Rhythmus. Konzentrieren wir uns jetzt mal darauf. Das verkacke ich doch wieder. Ah. Knapp. Nice. Einen haben wir. Ah, die schnellen kriege ich nicht hin. Einen habe ich nur getroffen. Was soll denn das werden? Ja, es ist ja irgendwie klar, oder? Ja, dir fehlt sogar das Basiswissen. Ja, was soll ich sagen? Das war klar. Einfach so entwischt. Ja, Nächster Versuch. Würde ich sagen. Next try. Na komm. Concentration. Ah, zu früh. Ah, knapp. Sehr knapp. Nice. Den haben wir. Nice. Den nächsten haben wir. Nice. Es wird langsam gut. Ah, daneben. Wow. Spitze die zweite Runde. Naja, spitze nicht, aber in Ordnung. Mal schauen. Naja, ganz nett. Ja, es reicht für Silber. Okay, bestanden. Ja, Gold können wir nicht erwarten. Zwei Münzen. Mietstern. Haben wir geschafft. Zählt. Erwischt. Gerade so erwischt. So. Nächste Challenge. Nächste Aufgabe. Ach, wieder Dialog. Monolog mit dem. Wow. Was ist für ein toller Frisierstuhl. Ich kann es kaum erwarten, jemanden darin zu frisieren. Ihr wisst schon. Haare schneiden. So ein Zeug. Könntest du mit denen etwas in Minia-Welt herumfuchteln? Ja, Turbo-Tischtennis ist jetzt die zweite Quest hier. Die nächste Aufgabe. Das nächste Minispiel. Na denn. Turbo-Tischtennis. Auf geht's. Wie lange können wir den Ball wohl im Spiel halten? Nicht sehr lange. Lassen wir uns zuerst etwas üben. Na toll. Ich liebe Rhythmusspiele. Ihr seht doch, wie gut ich da drin bin. Dum, 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 dum. Na komm. So geht's. Immer auf die Nummer. Auf die 1 und die 4. Als nächstes üben wir die langsamen Bälle. Die langsamen Bälle, oh wei. Müsste doch eigentlich so gehen. Klack, klack. Ach so. Ich glaube, wenn ich in diesem Rhythmus bleibe, dann geht das, glaube ich. Kriege ich die Bälle auch hin. Bloß nicht aus dem Rhythmus geraten. Tipp, 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 tipp. Nein. Bereit für das erste Match? Nein, niemals. Oh, auf einer Blume. Mit einem Käfer. So, ich bin schon im Rhythmus. Sieht chaotisch aus, aber es klappt irgendwie. Meistens. Es klappt ziemlich gut. Ja. Ist ein Auge für Distanzen.
Was schon fast im Roten. Wow, beim ersten Versuch. Noch nie schlecht. Habe ich den Trick erkannt. Tolle Party, Kumpel. Das ging schnell. Ja, und ich wollte bei der Gelegenheit vielleicht mal dazukommen, warum ich das Spiel beende. Können wir mal irgendwie hier mal stillhalten, wenn der gleich vorbei ist. Hey, das sind ja ganz tolle, friedliche Werkzeuge. Passen gut zu mir. Haben fast so viel Stil wie ich. Eingebildet bist du überhaupt nicht, was? Ja, Robben drehen haben wir als nächstes. Vorher möchte ich mal kurz sagen, wieso denn überhaupt, dass der letzte Part ist. Nun ist der letzte Part nun schon zur Hälfte vorbei, ungefähr. Ja, ich glaube, ihr habt schon in den letzten zwei Spielen so ein bisschen gemerkt und wer auch schon länger dabei ist, hat es in den letzten sechs Parts auch schon bemerkt. Rhythmusspiele liegen mir nicht so besonders, das ist halt nicht so meine Welt. Da braucht es manchmal schon drei, vier Versuche, um halt irgendwas zu erreichen. Ist halt wirklich so. Und dann hört es auch irgendwann mit dem Spaß auf, man zum dritten, vierten, fünften Mal dasselbe Spiel immer hinterher spielt. Immer noch dasselbe Mal zum fünften Mal versucht. Dann Ewigkeit diese Quest zu bestehen. Ich glaube, das Spiel hat sogar einen Bonus, dass halt irgendwie nach ein paar Malen halt sogar ein bisschen Geld bezahlen darfst und dann weiterkommst, aber das ist ja auch nicht die Lösung des Spiels. Also du sollst dich ja da nicht durchschummeln, indem du Geld bezahlst und nicht echtes Geld, aber Spielgeld bezahlst, um weiterzukommen. Das ist ja auch nicht so das Wahre. Ja, und da konzentriere ich mich eher auf andere Spieler, die mir besser liegen. Mario-Spieler. Naja, okay, ja. Mario-Spiele liegen mir jetzt nicht unbedingt super. Skillen Mario-Spielen kennt ihr ja auch schon, wer meinen Kanal verfolgt. Der weiß auch, wie ich in Mario-Spielen ticke. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und zum Zweiten nervt mich auch irgendwie dieser Dialog mit diesen Figuren. Die sind mir ein bisschen zu crazy, ein bisschen zu durchgedreht. Ja, das sind meine zwei Hauptgründe hier, das Spiel jetzt mal zu beenden. Auch ein guter Grund ist, ich spiele es halt einfach nicht. Ich habe halt einfach, das ist jetzt der neue Part nach Monaten. Ich glaube, ich habe Sommer 2017 habe ich das letzte Video hierfür gedreht, der letzte Part. Ich traue mich einfach nicht mehr dazu, das weiterzumachen. Ich finde den Mut einfach nicht mehr dazu und ja, das Ding ist tot. Das ist einfach schon, das war mir schon 2017 klar und ja, wir wollen es mal nicht weiter zappeln lassen, um mal metaphorisch zu reden. Wenn wir es jetzt einfach beenden, dann ist es weg und können wir Adios sagen und dann haben wir es abgeschlossen und müssen das nicht mehr so in der dunklen, verstaubten Ecke auf dem Kanal ablegen, weil danach ist nämlich die ganze Zeit, lag noch unter aktuelle Let's Plays, so in der letzten Ecke, im letzten Winkel irgendwo verkramt und dem Motto, irgendwann werde ich es dann noch weiter spielen, aber ja, es kam nie dazu und ja, das ist jetzt das Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und jetzt geht's weiter mit Robben drehen. Joa. Wenn das nicht super wird. Achtung, Expeditionsteam, rührt euch! Auf diese Expedition ist das Rollen enorm wichtig. Willst du mich rollen oder was? Zunächst einmal nur mit Rhythmus A drücken. Oh, ich weiß doch schon, was sonst auf uns wartet. Ah, im Team Rhythmus behalten. Ja, das endet dann so. So sieht's aus. Das sieht dann ziemlich lustig aus, aber für mich gar nicht so lustig. Weil dann das ganze Team außer Kontrolle gerät. Es wird nix. Einfach nur Rhythmus drücken. Jetzt wird Gold. Drücke B zum Rollen. Ah, okay. Ich habe A gedrückt. Geht A auch? Ja, A geht auch. Drücke A. Oha. Nee, die Rollen kriege ich noch nicht hin. Oh Mann. Ach so, da muss ich wirklich B drücken. Ach du Schande. Zum Rollen. Zack, 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 zack. Up.
zack, zack. Ah, zack, 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 zack. Ich stelle mich blöd an. Okay, da hat was geklappt. Na, das ist doch blöd. Ich kann die Tastatur nicht wechseln. Nicht die Tastatur, die Knöpfe nicht so schnell wechseln. A, B. Okay, da hat's geklappt. Oh Mann. Oh, noch dreimal muss ich schaffen. Wie schön. Oh, der war fast perfekt bis auf den Röhr. Ah, das werde ich nie fertig hier. Hilfe! Sieht bestimmt erbärmlich aus. Oh, der war fast perfekt. Noch zweimal. Ah, der war gut. Ey, man muss es noch schaffen. Na komm. Dann geht der Ernst des Lebens los. haben wir zumindest Musik mit dabei. Wow, der war gut. So, sehr schön. Jetzt geht's ans Spiel. Was? Noch mehr Übung oder was? Oh. Okay, der war gut. Ah, noch dreimal. Na, ach, das ist nur die Übung. So ein Mist. Ein Mist, Mist, so ein Mist, Mist, so ein Mist, Mist, so ein Mist, Mist. Ach, verdammt, 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 verdammt. Tack, 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 tack. Ja, ich krieg das gar nicht hin. Ich bin halt einfach nicht im Rhythmus. Doch irgendwie schon, aber nicht im Spiel. Zack, B, B. B, B. Ach, verdammt. Ah, ich bin so erbärmlich. Wird Zeit, dass das hier endet. Noch zweimal. Ach, verdammt. Dann ist die Übung zu Ende. Ich will nicht mehr. Hilfe. Oh, der war gut. Ja, perfekt. Haben alle richtig geschafft. Alle A's und alle B's. Batz, 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 batz. Zerklappe die A-Taste. Puh, haben wir die Übung geschafft. Ganz toll, ganz toll. Und genau auf diese Art machen wir jetzt weiter. Okay. Und jetzt kommt der Inuit dazu. Oh nein, Attention Company. Willst du mich rollen oder was? Ach, die eine Robbe, die tanzt immer aus der Reihe. Die ist ein bisschen blöder. Ich hoffe, das ist nicht so gut. Die Musik ist schon hübsch. Das Spiel ist schon irgendwie toll. Die Musik zumindest. Wenn man noch ein bisschen besser im Rhythmus dingens ist, dann kann das Spiel sogar sehr schön sein. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Ah, ich kann die Rollen halt noch nicht wirklich. Na komm. Ja. Ah, verdammt. Oh, der war gut. Na. Nicht synchron. Ach komm schon. Das normal machen da was. Ach verdammt. Eine Münze. Mist. Was? Schon müde? Das ist auch so ein Sklaventreiber, dieser Typ. Hier für ihn drehen, hier. Sein Zirkus hier. So ein Clown. Na dann. Irgendwann schaffen wir es. In Part, wenn wir es schon irgendwie schaffen. Und zur Musik. Und schon bin ich aus dem Rhythmus raus irgendwie. Oh, oh. Teilweise ist das schon ganz gut, dass die Rollen kriege ich niemals hin. Okay, die eine Rolle war gut. Zack, 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 zack.
Okay, das sah gar nicht so scheiße aus. Aber das Ergebnis ist dann immer scheiße. Irgendwie kommen wir doch immer an. Komm, hab dich mal nicht so. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Oh, der war sogar sehr gut, der Abschluss. Ein bisschen Gnade. Ach, verdammt. Mist. Ich weiß. Noch ein Versuch. Wir lassen uns noch ein bisschen rollen. Ganz im Ernst, der will mich doch rollen. Zack, 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 zack. Voll. Na, die Rolle ist das Problem. Das andere klappt schon einigermaßen in Ordnung. Ah, verdammt. Das werde ich nie schaffen, wenn ich die Rollen so versaue. Ja, die sind wirklich mies, die Rollen. Das reicht, glaube ich, nicht, wenn man alles andere gut macht. Und das mache ich nicht mal. Also auch manche andere Schläge. Ja, im Endeffekt ist das alles irgendwie ein bisschen... Nee. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal bezahlen. Und spielen müssen. Da gab es doch irgendwann die Auktion. Vielleicht nach dem dritten Mal, oder? Anderes übrig. Wir sind ja auch schlecht. Obwohl, das war, glaube ich, fast das beste Ergebnis. Noch eine Münze. Was schon wieder? Ah, und da kommt Schlengi. Genau, der war das. Hallo, ich bin wieder Schlengi. Es geht euch gerade. Ich frage natürlich auch seinen bestimmten Grund, Herz. Hast du etwa Probleme mit Robert Dreher? Ich hätte da einen Vorschlag. Du fährst mir 3 Münzen und ich markiere das Spiel als geschafft. Na komm, nimm das Geld und geh. Als nächstes, der Rest des Spiels ist vor dir liegt. Okay, letztes Spiel. Da haben wir uns irgendwie durchgeschummelt durch das dritte. Das vierte kann kommen. Genau, so ein Trainings. Kurz zu einem Frisiersalon. Ganz einfach dazu. Schnipp. Streifensäule. So heißt das. Und das Teil ist riesig. Sieht aus wie eine Zuckerstange, die sich dreht. Schnipp, schnapp. Aber auf den Gedanken bin ich ja noch nie gekommen. Echt niemals. Ich verstehe diese Rollen irgendwie auch nicht. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr wirklich. Aber irgendwie soll das Deko sein. Aber ach, komm, ich verstehe es nicht. Katzenklotzen. Na toll. Das klingt ja vielversprechend. Baumfäller oder was? Ja, ein Eisbär. Du siehst wie ein großer, starker Bär aus. Danke, dieses Kompliment hättest du dir auch sparen können. Kannst du Holz für uns hacken? Nee. Warte, bis der Holzscheit gerade steht. Und dann hau ihn mit der Axt in zwei. Ja, im Rhythmus, ich verstehe. Das klappt auch super, wenn ich in diesem Rhythmus haue. Ja, super. Das kriegen wir hin. Sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, aber... Zack, 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 zack. Ein Holzfällerbär. Na, spitze. Ein großer Holzscheit oder was? Muss man zweimal hacken? Ah, ja, richtig. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Das dürfte kein Problem sein. Zack, 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 zack. Muss man halt zweimal treffen, aber was soll's. Super. Das kriegen wir doch hin. Das könnte man mit Bravour schaffen. Und das richtige Spiel. Na komm. Oh. Schön im Rhythmus bleiben.
Oh Mann. Oh, von beiden Seiten noch was. Was machen denn die Katzen? Mach ich jetzt erst. Deren Körper ist ein bisschen gelenkig. Hui. Da spritzt die Cola. Zack. Was machen denn? Alter, die lenken mich ab. Was machen die Katzen da im Hintergrund? Was haben die geraucht? Ach du Scheiße. Hey, ihr lenkt mich ab. Warum? Sieht gruselig aus. Katzen da gemacht. Oh. Komm, das ist knapp. Ja, komm, bestanden. Aber so mit allen Augen zugedrückt, hier alle Hühnerauge zugedrückt, haben wir es doch bestanden. Na denn, alles klar. Ja, macht's, kommst du auch. Bestanden. Die Katzen, die tanzenden Katzen, dafür haben wir den mal Holz gehackt. Das ist der kühlste Salon, seit es Rangschneiden gibt. Und es ist mein Salon. Ist das nicht wunderbar? Das war ja fast schon richtig nett gesagt. Genug mit dem schludrigen Arbeiten. Ich öffne jetzt erstmal die Tür. Hier ist ja alles geschafft. Und die nächste Tür geht auf. Wir gucken nochmal dahinter, was dahinter kommt. Dann betten wir diesen Part und diesen Let's Play. Fantastische Arbeit. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Das wird mein Traum nicht wach werden. Ich erreiche die ultimative Frisierfähigkeit. Na, da sagt man wohl herzlichen Glückwunsch. Aber hallo, vielen Dank für eure tolle Hilfe. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich vor Freude gewinnen könnte. Schere, Stein, Papier. Ja, Schere siegt. Oh, was für ein schlechter Witz. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Doch, das ist ein Ernst. Und mein Ernst ist, dass wir dieses Projekt jetzt hier beenden und diesen Part auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tweetrude. Ach du Schande. Die hat doch einen Vogel. Na egal. Ich würde sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwergs verpassen wollt. Lil. Wenn ihr kein weiteres Video mit dem Zwergenfürst verpassen wollt, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Haut da rein. Ja, die Bewertung dafür könnt ihr dann in meiner in meiner Liste der Let's Plays lesen. So viel muss ich dazu jetzt nicht sagen. Habe ich ja schon ein bisschen gesagt. Rhythmusspiel liegen mir nicht so. Ist aber sonst ein tolles Spiel. Schöne Musik. Gute Spiele, wenn man sich da ein bisschen besser anstellt, kann man Spaß dabei haben. Ja, die Wertung liest ihr in der Liste. Ja, haut darin, man sieht sich in einem anderen Projekt auf meinem Kanal. Ja, wurde Zeit, das zu beenden. Es kommen neue und bessere Spiele. Schönere Spieler, die mir auch ein bisschen mehr Spaß machen. Okay, die ist wirklich ein bisschen verrückt, wie es ausschaut. Ich habe den Text jetzt nicht gelesen, aber es gibt das jetzt ganz schnell durch. Ich kriege dann aber so schwarze Augen. Scheint wirklich ein bisschen durchgedreht zu sein. Die hat einen Vogel. Tweetrude. Ja, da sehen wir es nochmal zum Ende. Es wäre ein wirklich langer Dialog geworden. Und da sind die nächsten Minispiele, die ich nicht mehr spielen werde im Let's Play. Kalligraf ist ja das nächste. Naja, man sieht sich in einem Projekt. Haut da rein. Ciao, ciao. Jetzt aber wirklich. Bis dann.